So, okay, bevor es losgeht, ich wollte eigentlich gar nicht so viel spoilern, aber dann ist es einfach emotional mit mir durchgegangen. Ich habe dann einfach über ein paar Dinge geredet. Also, es wird hier Spoiler zu Siege of Terror geben. Horus Heresy, Siege of Terror. Denk jetzt aber nicht so große Spoiler, dass sie das Lesevergnügen ruinieren würden. Denn ja, wir kennen ja auch alle den großen Spoiler, Horus wird vom Imperator getötet, trotzdem lesen wir es alle. Ja, aber falls ihr es trotzdem wirklich kein Spoiler, dann lest erst die ganzen Bücher, weil ich gehe hier auf ein paar Momente der Siege of Terror ein und ich kann auch nicht mehr sagen, in welchem Buch, auf welcher Seite das genau war. Aber es ist einfach emotional mit mir durchgegangen, ich musste darüber reden, also seht es mir nach. Und jetzt viel Spaß mit meinem Eindruck zu Siege of Terror. Die Siege of Terror. Die Belagerung der Erde. Das Finale der Horus Heresy. Kickt hart. Kickt wirklich sehr hart. War gleichzeitig auch Beginn und Anfang von meiner literarischen Reise in Warhammer 40k. Denn tatsächlich, oder beziehungsweise der Horus Heresy, denn parallel, ihr wisst ja, ich bin jetzt noch nicht so lange quasi in Warhammer dabei, ne? Und ja. Und die Horus Heresy, ne, diese Buchreihe über den großen Bürgerkrieg, über den großen Verrat des liebsten Sohnes Imperators. Ja, ich habe schon hier auf Video gemacht, dass man auf Spotify jedoch gerne bitte alles kostenlos hören kann und man so quasi die Horus Heresy selbst erleben kann. Es ist eine fantastische, tolle Bücherreihe, die absolut Spaß macht. Und worauf es jetzt hinausgeht, aktuell, die aktuellen Bücher, die zur Horus Heresy rauskommen, heißen, ist eine ganze Reihe, die Siege of Terror, die Belagerung des von Terra. Quasi das Finale, wo die endgültige Schlacht stattfinden wird, wo die Verräter Space Marine mit Titanen und allen möglichen und Dämonen die Erde angreifen und die Menschheit quasi Last Stand hat, also das Imperium quasi in der letzten Verteidigung ist. Wir wissen an sich alle, wie es ausgehen wird, denn darum ging es ja von Anfang an. Bevor überhaupt das erste Buch der Horus Heresy geschrieben wurde, wussten wir, wie es ausgehen wird. Ja, zum Schluss, der Imperator und Horus werden gegeneinander kämpfen. Horus wird vernichtet und der Imperator bekommt seinen Festnetzanschluss. Wissen wir alle. Nun folgendes. Als ich damals mit Raik hier diesen Podcast gemacht habe über Warhammer 40k, da hatte er empfohlen, Dan Abnett. Wenn ich irgendein Buch von Dan Abnett sehe, soll ich es kaufen. Ich stand im Laden und da war auf einmal ein Buch mit einem goldenen Umschlag quasi, Siege of Terror. Buchrücken meine ich. Und ja, da stand da drauf, Kriegslist von Dan Abnett. Und ja, Reiki hat gesagt, ich soll das kaufen, weil Dan Abnett draufsteht, also habe ich es gekauft. Ja, natürlich war ich jetzt so ein bisschen vorsichtig, weil ich wusste, okay. Ich starte jetzt hier mit einem Buch, das quasi am Ende einer Bücherreihe ist, wo ich ja gerade mal, glaube ich, den Anfang gehört habe, glaube ich, im Hörbuch immer noch im ersten drin war. Also schon schwierig mit den ganzen Charakteren, ne? Da werden sich ein Haufen Charaktere sein, die ich noch gar nicht kenne, wo ich keine Ahnung habe. Und ja, das ist mir in den Büchern hin und wieder passiert, aber das Gute ist so, die Bücher machen auch noch einen guten Job, alles nochmal gut so ein bisschen zu erklären, zu etablieren und für den Rest gibt's Google. Meine Güte, war jetzt nicht mein Problem. Ich wusste, als ich dann Kriegslist gelesen habe, Siege of Terror, okay, gut, es wird offenbar hier in diese, um die Belagerung von Terra gehen. Und das ist ja auch schon mal das Heftige. Mehrere Bücher gewidmet einer großen Schlacht, einer großen Belagerung. Und ja, ich habe Kriegslist gelesen und Kriegslist, Reiki hat recht gehabt, was Dan Abnett angeht. Kriegslist war ein fantastisches, großartiges Buch. Es hat mir so viel Freude gemacht, es zu Freude oder auch Schrecken bereitet, es zu lesen, denn ja, denn die Siege of Terror kickt so, wie ich es mir eigentlich nicht hätte ausmalen können. Denn heute auf dem Rückweg von der Arbeit habe ich im aktuellen Buch Echoes of Eternity, die Echos der Ewigkeit, ein Kapitel gelesen, in der Sanguinius eine Ansprache hält. Und diese war tatsächlich sehr bewegend für Sanguinius-Verhältnisse und für, keine Ahnung, also ich hab's gelesen und ich dachte so, Alter, ich war total drinne. Das ist irgendwie wie,
Naja, nicht direkt, aber halt so wie, ich bin ja sonst so ein visueller Mensch, meistens muss ich Dinge sehen, um sie wirklich zu fühlen, aber diesmal habe ich eine Sache gelesen und ich habe sie so gefühlt, wie als wäre, ja, nehmen wir mal an, Endgame wäre ein großartiger Film gewesen und es hat so gekickt, wie als hinter Steve Rogers die Portale aufgegangen sind und alle rauskamen, so hat sich das ungefähr angefühlt. Ja klar, in der Siege of Terror war das so ein bisschen, nihilistischer und eigentlich ging es darum, okay, wir werden morgen alle sterben, Leute, aber vom Feeling her war das absolut beeindruckend. Und es werden jetzt, glaube ich, danach noch 2 Bücher kommen, um die Geschichte zu beenden von Siege of Terror. Das heißt, wir sind jetzt auch noch nicht fertig. Und vorneweg muss ich sagen, ich habe auch nicht alle Bücher davon gelesen. Denn wenn ihr jetzt gehört habt, ich habe Kriegslist gelesen. Davor gab es ja 2 oder 3 andere Bücher nochmal in der Siege of Terror. Die habe ich leider nicht gelesen. Von denen habe ich mir Zusammenfassungen gegeben. Aber so wie ich das mitbekommen habe, bei Kriegslist ging es ja auch so wirklich los. Davor war irgendwie das Vorgeplänkel und bei Kriegslist, da wird dann wirklich der Krieg im Imperialen Palast gezeigt. Und diese Bücher, ich möchte sie jetzt hier nicht einzeln auseinandernehmen. Ich möchte eigentlich mehr über einzelne Aspekte reden, die mir an diesen Büchern so sehr gefallen haben. Oder die mich einfach geprägt haben. Und grundlegend. Es ist halt so eine Sache, so von anderen 40k-Büchern, auch von anderen Büchern der Horus Heresy, die schaffen es nie ganz, das so in Worte zu fassen oder dieses Grauen, was das überhaupt alles darstellt. Siege of Terror schafft es einfach diese. Horus, hör auf! Ja, mein eigener kleiner Kriegsmeister macht hier gerade wieder Quatsch. Horus, nein! Nein, warte, nein. So, ich versuch, dass das hier in einem One-Take bleibt. Ich versuch's. Horus, der Stock bleibt jetzt hier auf dem Sofa. So. Also, wobei, ja, diese Bücher schaffen es einfach, die Größe und den Schrecken und die absolute menschenverachtende, barbarische Scheiße, die halt in Warhammer abgeht, so gut in Worte zu fassen wie, weiß ich nicht, es birgt einfach eine morbide, bösartige Faszination. Denn wenn wir uns jetzt überlegen, worum geht's denn jetzt bei Siege of Terror? Worum geht's überhaupt bei der Horus Heresy? Also, natürlich geht's um den Verrat. Es geht quasi davon, dass sich Sci-Fi-Ritter gegenseitig auf die Mütze hauen. Natürlich, und da laufen auch noch gigantische Kriegsmaschinen rum. Eigentlich utopischer Schwachsinn. Ist es auch, aber wir lassen uns ja gern drauf ein. Und das Heft, also im Grunde ist es ja quasi, worum es bei Siege of Terror geht, wenn es darum geht, das Chaos greift die Menschheit an. Das Chaos ist kurz davor, die Menschheit zu besiegen, den Imperator zu töten, alles zu beenden. Und das Chaos und der Warp und die ganzen Warp-Identitäten sind ja quasi das 40k-Äquivalent zu Dämonen, werden ja auch so genannt, Dämonen und der Hölle. Und wenn wir danach jetzt rangehen, dann glaube ich, habe ich wenig gelesen, was einer Beschreibung von einer Apokalypse, von einer Invasion der Hölle so gut getroffen ist und so, es ist glaubwürdig, so immersiv ist, so du spürst an jeder Ecke, dass es immer, immer schlimmer wird und dass da quasi die dunkelsten Manifestationen der menschlichen Seelen sich in Fleisch geworfen haben und in Zahlen, in ungemeinen Zahlen. Ich meine, Warhammer ist das Ding, wenn man sagt, auf dieser Geschützmauer stehen 1 Million Geschütze, dann glauben wir es und wir schlucken es jetzt einfach, weil es ist Warhammer und es ist einfach großartig. Und diese Größe darzustellen und sich vorzustellen, wenn es, und diese Bücher schaffen es einfach, gleichzeitig zu vermitteln, dass es absolut gigantisch ist, dass in jeder Sekunde tausende Seelen vernichtet werden, aber dass trotzdem, immer wenn man so aufs eigene Person geht, sieht man auch, wie viel Schrecken in jeder einzelnen Seele, ob es Verräter oder ob es Loyalist ist. Jede Seele dort birgt irgendwo in sich ein Schrecken oder durchlebt in diesem Chaos ihre eigene persönliche Hölle. Es ist absolut bösartig und absolut großartig geschrieben. Du hast Mitleid mit den Loyalisten. Du hast, glaube ich, auch Mitleid mit dem Chaos Space Marines, weil du kannst, wenn du dieses ganze Universum kennst, du kannst irgendwie beide Seiten irgendwo nachvollziehen, irgendwo verstehen. Allerdings ist dieser gesamte Konflikt so dermaßen außer Kontrolle geraten. Und das liegt einfach daran, dass die kosmischen Mächte, das Böse der Menschheit, das personifizierte böse Abbild der Menschlichkeit alle Aspekte oder sagen wir mal die Verräter korrumpiert hat. Und so, dass das, was wir Menschen als am furchtbarsten empfinden, uns direkt angreift.
Ich hoffe, ich konnte es richtig in Worte fassen. Also, wie gesagt, ich gehe jetzt hier nicht auf alle Bücher ein, aber ich will einfach mal auf einzelne Sachen aufmerksam machen. Also, erst einmal. Was auch mal fantastisch ist, gerade dieser ganze Body-Horror. Also, ich glaube, da vergehen wenige Seiten. Also, die Bücher sparen halt echt nicht zu erklären, was dort die Verräter oder irgendwer mit armen Menschen machen. Also, Säure in Augen gießen, überm Feuer grillen, Haut abreißen, verstümmeln und dann von Titanen hängen lassen und dann dort langsam ausbluten lassen. Es ist alles drin und es ist in seiner Grausamkeit. Man spart an keinem Worten und irgendwann, wenn du die ganzen Bücher liest, du wirst doch einfach taub oder oder nicht mehr empfänglich für all die grausamen Sachen, die du dort liest, weil du quasi auch diesen, nein, natürlich jetzt nicht wirklich, weil wir lesen nur und wir sitzen hier bequem da und lesen das, aber quasi diesen 1000-Yards-Starren hast, dieses, es passiert, du hast so viel Schrecken gesehen und dich kann eigentlich kaum noch etwas Neues überraschen. Aber die Bücher schaffen es trotzdem hin und wieder. Und ja, fangen wir mal mit den Dämonen. Das Interessante ist ja auch, die Dämonen sind ja zu dieser Zeit in der Grimdark Future quasi noch etwas relativ Neues. Viele Verräter wissen nicht mal genau, was das ist oder was diese Viecher sollen oder sind überrascht, dass da auf einmal an Horus Seite so eine komischen, Warp-Identitäten rumlaufen. Und die Loyalisten können es noch weniger fassen, was genau das ist, was für Kreaturen da auf einmal kommen. Dinge, die man eigentlich nicht, die auch für das menschliche Auge mehr schimmern oder quasi nicht zu fassen sind, kommen auf dich zu und wollen dich zerfleischen. Und auch diese gesamte Korruption der Realität und damals im Reiki-Podcast, ich, Depp, hab Reiki gefragt, sag mal, schmieden die Chaos Space Marines eigentlich ihre Rüstung um? Wie blöd kann meine Frage eigentlich sein mit meinem jetzigen Wissen? Denn nein, das ist nämlich das Faszinierende an dem Warp und auch dem ganzen Chaos. Es korrumpiert auch die Realität. Es korrumpiert nicht nur Seelen oder Fleisch, sondern es geht auch, der Warp greift nicht nur auf unsere Seelen oder das Fleisch an, es geht auch auf tote Objekte, auch auf Gebäude, auf die gesamte Realität greift es über. Es wird beschrieben, wie, oh Gott, ganze Gebäudekomplexe anfangen zu mutieren und die eigenen Menschen auffressen. Titanen, ganze Titanen laufen da rum und in ihren Inneren, die gesamte Crew ist bereits tot. Und nur durch den Wahnsinn des Krieges denkt der Titan noch, er würde am Leben sein, weil so ein Titan noch so einen Maschinengeist hat. Und obwohl da drin alles irgendwelche Leichen sind. Prinzeps, die dort auf ihren Thron sitzen, schauen auf ihre Hände und sehen, dass da Klauen sind und wollen das nicht wahrhaben. Gucken einfach nicht mehr hin und sind so tief in diesem Morast aus Bosart und Hölle drin und es ist einfach nicht zu entfliehen und du fragst dich auch mit jeder Seite, wie soll sich dieser Planet, auch wenn wir wissen, dass Horus zum Schluss besiegt wird, wie soll man sich von so etwas jemals erholen? Wie soll sich, Horus hat die Galaxis in Brand gesetzt mit einem Feuer, das, wie soll man sich davon erholen? Und auch diese, ich stelle mir einfach vor, so hier Trümmerfrauen, ne, hast du aber ordentlich zu tun bei Terra, wenn da beschrieben wird, was da alles kaputt gegangen ist und wie viel da rumliegt. Es fühlt sich einfach so an, so alles, was dort besteht, es ist nicht wieder gut zu machen. Es ist, auch wenn du gewinnst, hast du kaum noch etwas, wofür sich der Sieg irgendwie lohnt. Und diese Tragik auf beiden Seiten ist großartig. Und auch quasi hier Olle Lotara Sarin, ne? Oh, ihr wisst ja, ich bin ja sowieso so ein Simp für Lotara. Die Flaggschiff-Kommandantin der Bezwinger von den World Eaters und auch die, wenn sie dann quasi auch langsam so realisiert oder bemerkt, dass quasi dieser gesamte Krieg auch ihrer eigenen Crew nichts wirkt, dass ja Kriegsmeister Horus, auf den sie alle Vertrauen gesetzt haben, selbst nur ein widerlicher, grausiger Ghoul geworden ist, der irgendwelche kryptischen Dinge sagt und Lotara selbst auch einmal merkt, dass der selbst begreift, dass diese Warp-Schwaden, die auf einmal Terra eingreifen und ihr eigenes Schiff umschwimmen, dass hier irgendetwas nicht stimmt und alle beschreiben, sie sind müde, sie sind erschöpft. In den Büchern ist ja immer schwer, die Zeit darzustellen, aber in dem einen Buch sind es irgendwie erstmal Wochen vergangen und auf einmal in dem jetzigen sind es auf einmal Monate. Monate tobt diese Schlacht und eine Schlacht, in der, ja, das Beste, was dir begegnen kann, ist ein World Eater, die machen kurzen Prozess. Und auch Mortarion. Also Mortarion, ne, an dem habe ich bisher wenig gelesen. Also The Buried Decker habe ich nicht gelesen. Muss ich noch irgendwann nachholen oder wenn es dann irgendwann als Hörbuch rauskommt, ne? Kenne ich nicht. Aber
Mortarion, was überhaupt dieses Ich bringe euch Verzweiflung, was das bedeutet und dass quasi auch wenn Gott Nurgle vielleicht auch der Gott der Freude und sowas ist, der Akzeptanz und sowas, du musst erstmal Nurgle angehören, um diese Freude zu genießen, davor bringt dir Nurgle nur Verzweiflung, der unaufhaltsame Rot, der immer näher kommt und quasi, Olle Dawn. Rogel Dawn, der versucht, alles irgendwie in seiner Macht Stehende zu tun, alles zu managen und quasi auch quasi Befehle an Stellen herausrückt, auch wenn er glaubt, dass diese Stellen schon lange totgeschossen sind, aber für den Fall, dass da noch irgendeine Seele irgendwas hört, geht dort dieser Befehl raus. Und ja, dann haben wir dann aber auch Momente wie Heldentaten. Jagatai Khan, der sich Mortarion stellt und in dem Moment, in dem Mortarion dann irgendwann weg ist, quasi sich auch diese leichte Verzweiflung von Dawn löst. Und in dem Moment, es wurde halt nicht so eindeutig geschrieben, Mortarion ist weg, oh, Dawn ist jetzt wieder ein bisschen besser drauf. Nein, sondern Dawn erwacht aus einer Art Schlummer aufs irgendetwas und meint, irgendeine Last ist ihm von der Seele gefallen. Und du verstehst, dass das auch ein Teil von Nurgles oder Mortarions Schrecken ist. Nicht nur das Verfaulen, sondern auch dieses der näherkommende Tod und diese Akzeptanz oder der ich bringe euch Verzweiflung und Stille. Absolut, absolut fantastisch. Und dann die, ach Gott, es ist so bösartig. Und dann wieder mal der einzige wirklich rationale Verräter, Perturabo. Und Spoiler, aber ich schätze mal, Perturabo mochte Dawn nicht und wollte Dawn beweisen, ey, deine blöde Mauer, die reiß ich ein. Hat er irgendwann geschafft, ja. Und dann merkt so Perturabo, okay, Horus, was sind das für Dämonen? Die World Eaters sind nicht zu kontrollieren, Angron ist Balrog, die Emperor's Children machen sonst was für eine Scheiße, Nightlords, was auch immer. Und Perturabo meint so, egal was wir hier gewinnen, Junge, hier ist nichts mehr für uns zu gewinnen, weil Perturabo frei, also zu dem Zeitpunkt noch frei vom Einfluss des Chaoses. Perturabo ist verbittertes Arschloch, aber er ist nicht korrumpiert. Er ist immer noch er selbst. Und er als ein rationales Wesen mit auch Autorität und Führungspersönlichkeit sagt einfach, Leute, wir zischen ab. Ja, ich habe Dawn gezeigt, ich kann seine scheiß Mauer einreißen, wir hauen ab. Es gibt hier nichts mehr für uns zu gewinnen. Horus ist ein Dulli, diese Dämonen, was auch immer. Egal, was wir hier gewinnen, danach würden wir noch weiter im würde der Krieg weiter toben. Perturabo ist der Einzige, der den Kopf irgendwie anmacht und dann Iron Warriors, wir hauen ab. Tolle Entscheidung von Perturabo und auch finde ich auch sehr interessant quasi im Gesamten, wie man quasi auch diese Figur rausschreibt und auch irgendwo ein bisschen mutig. Wie Perturabo hat nicht einmal in der Schlacht wirklich gekämpft, sondern war ja auch so herrlich. Gerade am Anfang von Kriegsliss war ja auch so, Perturabo wurde beschrieben, einer der wenigen Momente, in denen er lächelt, als er quasi einen seiner Monitore irgendeinem von den Sons of Horrons oder sowas hindreht und einfach lächelt und sagt, siehst du mein Meisterwerk? Siehst du, wie großartig ich diese Schlacht einnehme? Wie alles minutiös geplant ist? Wie mein Meisterwerk eingeht und wie mein Meisterwerk aufgeht und ich Dawn zeige, dass er nix kann? Fantastisch. Perturabo haut ab. So muss es sein. Und ja, dennoch, was dann auch nochmal so schlimm ist von dieser ganzen Größe, wenn wir jetzt so Autoren wie Aaron Dembski Bowden haben. Aaron Dembski Bowden kennen wir ja auch von der Nightlord-Trilogie. Und was der Typ kann, ist einfach Characters schreiben oder Charaktere, die glaubwürdig sind oder seien es auch nur einfache Schicksale, die einprägsam sind und die an Charakteren, denen du dich hängst. Wir denken jetzt an Septimus oder Octavia aus den Nightlords-Büchern. Aber hier, ich lese ja gerade hier Echoes of Eternity und da sind mehrere Seiten einfach nur dem gewidmet, wie einzelne Figuren quasi nur ein paar Momente ihres Lebens quasi auch rekapitulieren und dann bemerken, wo sie an dieser Stelle hier sind und wo, was sie dazu gebracht hat, so zu sein oder an dieser Stelle jetzt zu stehen. Und das kann Aaron Dembski Bowden wirklich gut und das ist fantastisch. Wenn dann aber auch irgendwo die Erfolge kommen, dann fühlen sie sich auch wirklich. Na, was heißt, sie fühlen sich gut an? Du weißt, jeder Erfolg ist eigentlich auch nur, das ist kein Erfolg, weil du hast vielleicht einen kleinen Krieg gewonnen, oder du hast eine Schlacht gewonnen, aber der Krieg, der tobt da draußen immer noch. Und gerade dieses letzte, dieses Stand-off quasi, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber diese Rede, die Sanguinius hält, als quasi jetzt, ich bin noch nicht so weit, aber jetzt kommt gerade der letzte Sturm. Der letzte Sturm und Sanguinius hat sich offenbart und meinte, ich weiß, ich werde morgen sterben. Und ihr alle werdet sterben. Ihr alle.
Wir können uns an eine Hoffnung klammern, dass die Ultramarines kommen. Und ihr werdet für einen Imperator sterben. Ihr werdet kämpfen für mit einer Waffe in der Hand, wie es euch befohlen wurde. Das glaubt ihr jetzt wohl, was ich euch... Das glaubt ihr jetzt sicher, dass ich euch das sagen werde, aber... Nein. Ihr habt alles gegeben. Ihr habt Monate gekämpft. Ihr habt alles... Das Einzige, was ich euch noch geben kann, ist meine Dankbarkeit. Wenn ihr kapitulieren wollt und vor dem Feind, der euch sowieso töten werdet, wird, tut es. Ich werde euch nicht aufhalten. Aber, und das ist einfach so dieses, diese Kitschbombe Sanguinius. Es funktioniert einfach, der gute Sanguinius. Denn auch wenn dann beschrieben wird, wie Angron und Sanguinius, wirklich auch wenn Dinge aus Angrons sich beschrieben werden, wenn du einfach auch so begreifst, dass diese arme Seele, auch, ne klar, er ist der größte Butcherlord aller Zeiten, aber diese arme Seele auch eigentlich nur noch ein einziger Sklave von Wut ist. Und ein Sklave von Wut und Aggression zu sein, oh Gott, wie furchtbar, er kann nicht aufhören. Er, und jeder kleine Tod gibt ihm vielleicht eine Sekunde Befriedigung, aber dann muss er weiter jagen. Und ich weiß nicht, wie es ist, aber die Autoren schaffen es auch immer, wenn Sanguinius mit seinen Federn rumschwingt. Ich spür's einfach. Ich sehe die Federn vor mir. Ich sehe diese strahlende Lichtgestalt, die einem Titan mit einem Schwert den Kopf abschlägt und andere Titan einfach nur anstarrt und sagt, verpisst euch und sowas. Aber mit so einer Eleganz und Wehmut. Wisst ihr, ich hätte fast geheult, als Sanguinius Dorn gesagt hat, leb wohl, Bruder. Möge die Ultramarines uns rächen oder sowas. Es hat so gezündet. Die Siege of Terror kickt einfach an. Und es hört ja immer noch nicht auf. Es ist dieser ewige Krieg. Du hast so ein dickes Buch in der Hand. Weißt du, in diesen ganzen Seiten werden die schlimmsten Dinge beschrieben, die sich man im 40k-Universum ausdenken kann. Und es... Ja, Leute, also... Dafür ist die Horus Heresy eigentlich auch schon wert. Klar, die Horus Heresy hat auch ein paar schlechte Bücher, definitiv. Aber wenn das Finale ist, es ist wirklich absolut großartig. Und ich habe so Angst, dass sie jetzt das Finale doch ein bisschen verkacken. Ich habe schon ein bisschen Schiss. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe mal, weil Dan Abnett macht doch jetzt das letzte Buch. Das wird doch sicherlich ganz gut, aber... Gott. Ich darf nicht mehr erzählen, sonst spoiler ich viel zu viel. Die Siege of Terror kickt anders. Ich weiß nicht, für wen dieses Video ist. Ich habe, glaube ich, zu viel gespoilert für Neulinge. Und die, die es wissen, ja, habe ich vielleicht eure Emotionen vielleicht auch ein bisschen gespiegelt oder so, ist ja auch was. Ansonsten, ja, danke für die Aufmerksamkeit. Ich bin gespannt, was auf den nächsten Seiten passieren wird. Ich wollte es mir einfach nur mal von der Seele reden, dass die Siege of Terror anders ist. Etwas, was ich davor... Also ich gebe zu, ich lese nicht so viel, ja, Asche auf mein Haupt, aber... Das ist eine... Sowas habe ich noch nicht gelesen. So eine Schlacht, weil ich habe die Bilder dazu im Kopf. Ich sehe, was passiert. Und es ist ein großartiger, schrecklicher Film in meinem Kopf. Es ist so wie dieser neue im Westen, nichts Neues, aber mit 40k aufgepumpten Waffen. Jo. Und dann hoffe ich, dass hier mein eigener kleiner Kriegsmeister Horus jetzt in der Aufnahme nicht zu viel rumgealbert hat und man ihn nicht überall hört. Ne? Nicht wahr, Schatz? So. Und damit will ich mich dann auch verabschieden. Gehabt euch wohl und gebt euch nicht zu sehr dem Chaos hin. Bitte.